Während der Pause der internationalen Spiele erlangte die Rolle des Finanzausschusses und des Sportdirektors von Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, besondere Aufmerksamkeit in den Medien. Kürzlich war Krösche in Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem Club involviert, ein Umstand, den er selbst in einem Interview mit dem Sender DAZN bestätigte. Derzeit berichtet die Zeitung FAZ, dass diese Verhandlungen eine entscheidende Phase erreicht haben. Es gibt starke Anzeichen dafür, dass Krösche, 43 Jahre alt, bereit ist, seinen Aufenthalt beim Club zu verlängern. Darüber hinaus wurde Krösche zuvor in Spekulationen im Zusammenhang mit Borussia Dortmund erwähnt, wo man annahm, dass der Club eine interne Lösung bevorzugt, wahrscheinlich mit Sebastian Kehl in einer wichtigen Rolle. Krösche jedoch wies diese Gerüchte zurück und betonte seinen Fokus auf das Spiel gegen Borussia Dortmund, zu dem er sagte, das Ziel war dieses Spiel. Diese Aussage verstärkt die Ansicht, dass sein aktuelles Engagement fest bei Eintracht Frankfurt verankert ist, trotz der aufgetauchten Gerüchte und Spekulationen. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.